So, willkommen zurück zu Nihor. Hallo. Und du musst lauter sprechen? Ja, ist ja gut. Die Leute haben sich beschwert, dass man dich oft nicht versteht. Also ja, du musst, ist ja gut. Musst näher rankommen. Oh nee, bitte nicht näher. Ich hab dir das schon ein paar Mal gesagt. Wenn das jetzt so weitergeht, dann kürze ich das Haushaltsgeld. Dazu sage ich jetzt nichts. So, das letzte Mal sind wir hier gelandet. Da steht diese hässliche und ich habe jetzt auch noch offscreen habe ich jetzt noch ein paar Waffen verkauft. Ich meine, durch die Videoaufnahmeänderung zu Videomodus oder wie das heißt, hat sich die Grafik in der Aufnahme ein bisschen verbessert. Kann ich aber nicht hundertprozentig sagen, vielleicht täusche ich mich auch. Das kann man hier nur von außen her mir bestätigen. So, jetzt gucken wir mal, wir haben genug Ameriter, da können wir noch einen Stufenaufstieg machen. Das ist von dem Waffenverkauf entstanden. Für mich schaut es genauso aus wie davor. So. Mal gucken. Ja, das siehst du jetzt nicht, wenn ich das so... Das sieht man ja erst dann im Let's Play. Ach, das sieht man dann erst im Let's Play? Ja, ja. Ach so. Ja, ja, wenn man dann die Aufnahme hochlädt. So, jetzt muss ich mal gucken, was mache ich denn jetzt noch höher? Geschicklichkeit, Geist. Bin mir da jetzt gar nicht so sicher, was ich noch nehmen soll. Ausdauer mache ich mal noch. Weil die ist auf 13. Ich lasse nichts auf 13 stehen. Das ist eine Unglückszahl. Dann haben wir immer noch 10.000 Seelen. Naja, gut. Naja, und hier, das sieht man nicht so ganz, weil da unten immer dieser Copyright-Button ist, wenn man das aufnimmt. Aber ich habe auch noch neue Ruffähigkeiten, glaube ich, zu verteilen. Ja. Yokai-Schutz, reduziert Elementarschaden. Machen wir mal Yokai-Schutz hoch. Und Glück haben wir schon recht hoch. Machen wir noch reduzierte Elementarschaden. Und hier haben wir auch noch zwei Punkte, sehr schön. Nahkampfschaden, Menschen, Goldbilanz, Durchbruchschutz. Nehmen wir mal das da. Und Elixier-Effekt auf Lebensgeneration auf jeden Fall. So, da sind wir auch schon wieder leer. Und dann gab es noch Fähigkeiten. Fähigkeiten erlernen, da müsste jetzt auch wieder was gehen. Glaube ich zumindest. Das da hier auf Stufe 2 oder 3 oder wie? Ne, da muss eine bestimmte Mission abgeschlossen. Da geht noch nichts. Da geht noch nichts. Na gut, dann schauen wir mal, was die Alte zu sagen hat. Ich weiß nicht, haben wir die schon angesprochen? Ich glaube nicht. Du hast es so weit geschafft, Sianchen. Aber nun muss ich dich begleiten. Denn dies ist Tachibanas Problem. Ich werde dir nicht im Weg stehen. Ich habe das berühmte Schwert Rakiriki, den Blitzschneider, und weiß es einzusetzen. Ah ja, okay, das ist dann die, wo da bei diesem Meeting rumgestanden ist. Dann wollen wir mal. Jetzt kommt der Boss, oder wie? Das war vielleicht ein seltsamer Trick. Ja, geh voran. Ist euer Problem, nicht meins. Wie immer ein Gentleman der alten Schule. Ja, da haben wir den Vortritt. Oh, oh, oh. Schau dich hin an. Und dann soll doch die... Krieg ich auch Amrita, wenn... Ja. Kann aber nicht gut kämpfen hier. Muss mich doch einmischen. Oh, 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 oh. Da guck mal, der Große gehört dir. Alter Schwede, schau dir das an. Ja. Die hat's drauf. Die lassen wir sterben und nehmen ihr Schwert. So. So macht man das. Das ist der Plan. Dann sage ich dann dem Fürsten, sie ist leider gefallen, leider gefallen. Da ist noch ein Dämon dahinter. Ist jetzt gerade erschienen. Ja. Ich kümmere mich dabei um die Schätze. So wie immer. Der hier liegt noch, ne? Ja. Liebt sie noch? Wirkt mir so, als wenn sie tot wäre.
Sie sagt auch nichts mehr. Es wäre natürlich schade. Hoffe ich, dass ihre Waffen da liegen. Ja, wo ist sie denn? Die scheint schon weitergegangen zu sein. Ich habe versagt. Ach so, da steht sie ja. Helfen. Ah? Ja, das ging aber schnell. Ah, warte mal, was kriegst du so? Wir müssen weiter. Was? Das konnte ich nicht lesen, als ob mich das so abgelenkt. So. Alles selber machen hier. Lebt sie noch? Ist doch alles in Ordnung. Was hat sie denn? Arme sind noch dran, Kopf ist noch dran. Ich mach mal den da hier schnell. Ah, da ist ja noch einer. Kümmere dich um ihn. Ah, scheiße. Au, 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 ah, Hilfe. Ich heul mich mal. Noch Geld. So. Geld ist hier das Wichtigste. Ne? Naja, die haben Ritter ja schon auch. Ah, scheiße. Aber wirklich sterben kann sie anscheinend nicht. Kann ich mich dann auch retten? Ich sterb wahrscheinlich. Natürlich stirbst du. So. Wo gehst du jetzt hin? Ja, hier runter. Da müssen wir noch hin. Bist du nicht von hierher gekommen? Nee, das sieht nur ähnlich aus. Ach so. So, weiter geht's. Oh, jetzt kommt bestimmt der Boss. Gott sei Dank. Du Verfluchter! Hey, was zum Teufel tust du da? Wer bist du? Selbst wenn ihr euch hasst, bis der Tod euch scheidet. Der schon wieder. Du musst lauter sprechen. Ach, der schon wieder. Ich habe dich gefunden. Mein Herr. Oh, der ist anscheinend nicht mehr. Mein Herr. Sieh an. Ich hätte nicht erwartet, dass du mir bis auf diese gottverlassene Insel folgst. Du wirst zurückgeben, was du mir genommen hast. Sofort. Tut mir leid. Dieser Geist gehört jetzt zu meiner Sammlung. Okay, den hau ich jetzt mal richtig doll aufs Maul. Hoffe ich doch. Das hoffen wir alle. Die Alte hilft mir jetzt nimmer. Nö. Was war tust du da? Schauen wir mal. Kämpf nur mit der Säule. Ist mir recht. Das machst du ja auch.
Ja, die Säule ist der wahre Feind. Das haben wir beide begriffen. Au, 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 Hilfe! So, das war's auch schon mit dem guten, leckeren. Sicher mal, weil ich hier eben ein bisschen Zeit habe, wenn der rumlaufen muss. Und muss mich mal ein bisschen bei den Dingern hier auffrischen. Was bringt das jetzt? Was ist das? Blitzaxt. Die Säule kommt mir da sehr gelegen. Ohne die Säule würde das nicht so gut hinhauen hier. So, jetzt aber weg hier. Bleib nur da, wo du bist. Bleib nur da, wo du bist. Ah! Jetzt spinnt er wieder. Ich muss jetzt bloß warten, bis das da oben aufgeladen hat. Und dann kann ich wieder. Reichen dir die überhaupt noch? Ich habe noch 12 große. Ach so, ja. Also von daher. Ich habe die 1 nicht davor gesehen. Ja, die ist ein bisschen verdeckt von der dem Teil selber. So, jetzt kann ich wieder hier 2 nehmen. Ah, ah, ah. Gehen wir rüber aufs andere. Nehme ich da noch 1, dann dürfte es voll sein. Nee, nicht ganz. Ja, das ist aber schön. Ja, das müssen wir jetzt schon noch voll machen können. Na gut. Yeah! Mal nachschlagen hier. Gott sei Dank ging das jetzt beim ersten Versuch. Ja, der war jetzt aber auch nicht wirklich schwierig. Komm, töte ihn gar. Ich kann ihn nicht gar auch töten, das ist ja doof. Liegt da hinten was? Nee, das sah nur so aus. Was ist denn nun? Fortfahren. Du verlässt die Mission und kehrst zum Ausgangspunkt zurück, fortfahren. Ja, will ich den jetzt nicht töten, oder wie? Kommt bestimmt noch ein kleiner Trailer. Hoch muss mal. Oder auch nicht, oder er geht einfach nee, da. Dieser Geist hat mich zum Amrita geführt. Nein! Es wird wohl Zeit weiterzuziehen. Oh, ja, toll. Hieb die Feder auf, ja, weiter geht's. Wenn wir alle Federn zusammen haben, dann können wir sie uns selber zusammen basteln. Wo ist jetzt wieder das? Leben und Tod sind ein Kreislauf.
Dieser Schutzgeist scheint dir wichtig zu sein. Nimm dieses Schwert, Rakiri. Es will von dir geschwungen werden. Ah ja. Ach ja, genau, wir hatten ja auch noch einen anderen neuen Schutzgeist, diesen Stier. Nachdem Fürst Munchigene seine Steineidkräfte über das Meer geführt hatte, kam Fürst Hideyoshi zu mir. Ihm abzuweisen wäre Selbstmord gewesen. Und was wäre denn aus Fürst Munchige und den Bewohnern von Tachibana geworden? Ich habe das Kind verloren, ich habe nicht mehr lange zu leben. Aber die Kräfte zu vereinen, um meinen Fürsten Munishige und dem Volk zu dienen, nur das bereitet mir noch Freude. Was ist das? Oh mein Gott. Ich dachte, langt sich jetzt an die Stirn und auch so, oh nein, oh mein Gott, weißt du, so ein verzweifeltes Kopfschütteln. Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Besessen von Reiken durch Geistheilung bestätigen. Ja, prima. Hier haben wir noch einen Geist mehr, aber ich finde den Fuchswolf, den wir haben, eigentlich ganz gut. Ich habe übrigens festgestellt, keiner von den Leichen, die rumliegt, haben irgendwas anderes genommen. Ich glaube, jeder hat den Wolf genommen. Ja. Also ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der diesen Fisch oder so genommen hat. Oder den Vogel. Also, Meister Hanzo, ich kann dir für deine Hilfe nicht genug danken. Aber leider bin ich nicht imstande, Fürst Tokugawa zu helfen. Ich würde mir eher das Leben nehmen, als die Schuld zu vergessen, in der ich Fürst Hideyoshi immer noch stehe. Also, Sir Anshin, nicht wahr? Dein Geschick mit der Klinge ist unglaublich. Ich möchte dir meinen Meister vorstellen. Den klügsten Strategen, den du je begegnen wirst. Okay, alles klar. Falls ihr einen Harakiri durchbraucht, ich habe einen. Die Mission Der Weg des Kriegers Neuling wurde zum Dojo hinzugefügt. Bestätigen. Die Mission Der Weg der Onmyo Neuling wurde zum Dojo hinzugefügt. Bestätigen. Zwielichtsmission, der sich windende Kobold freigeschalten. Oh. Mission in Zwielichtsmission geändert. Okay. Ah ja, da ist jetzt das Schiff hier oben. Was ist denn das? Weiter zur nächsten Region? Was? Jetzt schon. Du hast doch noch gar nichts gemacht. Ich habe doch noch gar nichts gemacht, genau. Aber hier gibt es noch einiges. Ich würde sagen, das nächste Mal schauen wir uns mal das hier unten an. Da haben wir Vulkan oder so. Oh, das ist Missionsstufe 21. Oder so eine Zwielichtsmission. Mal gucken. Feld des weißen Tigers, Medizinbehälter, bla bla bla. Na gut. Ja gut. Geschafft ist geschafft. Können uns dafür haten. Und dann bis zum nächsten Mal. Adi. Ciao.